Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Euer Tastenhauer ist wieder zurück hier mit Sigurd Helgason und seiner Abenteuergruppe. Und beim letzten Mal mussten wir einen Hinterhalt kämpfen, ausgelöst durch einen Vertrauten des ehemaligen Königs von Northumbrien, der jetzt aus der Thronversenkung wieder hervortreten will, um erneut König zu werden. Mal sehen, ob wir dem helfen werden. Wir werden jetzt erstmal hier die Soldaten von Osred looten. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Die Person hatte nichts dabei. Leer. Boah, nicht mal der Anführer hatte was dabei. Das ist ja lächerlich. Na gut, dafür haben wir ein paar Preziosen erhalten beim letzten Mal. Das ist ja auch ganz in Ordnung. Die Frage ist, was machen wir jetzt zuerst? Wir wollen uns Zugang zu Jofowiks Hafen verschaffen, damit wir in Zukunft mit der Langschiff die Stadt ansteuern können. Dafür müssen wir aber mit dem Hafengräven über die Erteilung einer Anlegeerlaubnis verhandeln. Und das werden wir jetzt als nächstes tun. Da geht es auch schon in die Richtung. Ich denke, das wird das Erste sein, was wir hier noch machen. Hier drüben stehen Leute, aber mit denen können wir nicht sprechen. Dann lasst uns mal weiterschauen. Oh, der Hafengräve. Ist das auf der anderen Seite? Nee, ne? Kleine Schiffe, die hier anlegen. Das ist alles sehr, sehr holzlastig hier. Aber so würde ich das im Frühmittelalter auch erwarten. Sehr, ja, wenig aufgebaut. Eine Bestie! Er packt dich mit angstverzerrtem Blick am Gewand. Bitte, du musst mir helfen! Langsam, erklär mir, was passiert ist. Er krallt sich an dir fest, als würde sein Leben davon abhängen. Mich wird er als nächstes holen. Ein riesiger schwarzer Hund, in dessen Augen das Höllenfeuer lodert. Jeder, der ihn sieht, wird sterben. Da drüben, über die Brücke. Er frisst in der Gasse sein Opfer, meinen Vorgänger. Er reißt sich zusammen, doch das Entsetzen ist ihm noch anzusehen. Er wird mich nicht erwischen. Nein, er wird mich nicht erwischen. Der Bargäst naht. Okay, das gucken wir gleich mit der Brücke. Das, obwohl, eigentlich müssen wir jetzt direkt gucken, weil das so dringlich klingt. Aber er meinte gar nicht diese Seite, oder? Oh, guck mal hier. Ist alles abgebrannt. Selbst der Fluss konnte sie nicht retten. Aus der Asche. Neue Quest. Okay. Kann das Feuer, das im Armviertel gewütet hat, auch etwas Gutes bewirkt haben? Such nach einem Überlebenden des Feuers. Das wird nicht leicht sein, hier einen zu finden, würde ich mal vermuten. Also hier scheint der Bargäst aber nicht zu sein. Vielleicht tatsächlich gegenüber hier der anderen Seite der Brücke. Sein Blick ist hohl, er scheint dich kaum wahrzunehmen. Die Flammen waren überall. Bei den Göttern, du siehst aus, als seist du Surt selbst begegnet. Der Teufel war in diesen Flammen. Warum hat er mich verschont? Oh Gott. Was soll ich nur tun? Wie soll ich... Was wird denn nun? Versklaven. ja. Geh fort, lass diesen Ort hinter dir und fang woanders ein neues Leben an. Das werden wir ihm auf dem Weg mitgeben. Und wo soll ich hin? Und was soll ich tun? Ich kann doch nicht einfach losziehen und auf Wanderschaft gehen. Bitte, wenn du irgendjemanden kennst, der vielleicht ein Zimmer frei hat, ich werde auch hart arbeiten. Kenrith braucht jetzt hier eine Bleibe. Ja, vielleicht finden wir diese Bleibe. Aber ich mache mich jetzt trotzdem erstmal auf den Weg zum Hafengräven. Da uns das jetzt noch ein Ticken wichtiger ist hier. Ach, hier ist wieder so ein Kreuz. das wir hier umrütteln können. Warum auch immer. Edgar, das ist der Hafengräve. Der Hafengräve von Jofowik ist ein hektischer Mönch mit gestresstem Gesichtsausdruck und voll beladen mit Schriftrollen. Weshalb? Wollt ihr etwa mit mir sprechen?
Ich möchte die Genehmigung, mein Schiff in eurem Hafen anzulegen. Was? Sigurd? Ups. Ich habe jetzt... Okay. Irgendwie war das buggy gerade. Also, sein Blick schweift über eure Rüstung und Ausrüstung, dann schluckt er schwer. Und um welche Art Schiff handelt es sich denn? Es ist ein Handelsschiff. Es heißt Gjot. Er leckt sich nervös die Lippen. Ja, das glaube ich gern. Natürlich. Nun, also, die Gebühr beträgt 15 Pence pro Monat. Für ein Schiff wie das eure muss ich die Gebühr für ein Halbjahr im Voraus kassieren. Okay. Dann haben wir also 90 Pence zu zahlen, oder wie? Angesichts dieser ungewöhnlichen Sachlage fallen zusätzlich noch ein paar Sonderzuschläge an. Betrachte es als Sicherheitspfand. Der Geistliche zählt einen Moment still an seinen Fingern ab. Jetzt also, insgesamt beträgt die Summe 150 Pence. Morkant hüstelt diskret hinter dir. Das ist zu viel. Die normale Gebühr wäre doch höchstens 90 Pence. Für ein Kriegsschiff werden natürlich weitere Gebühren fällig. Okay, dem Hafengräve ist es scheinbar unangenehm, dies von dir zu fordern. Mehr kann ich nicht für dich tun. Ich hätte einen Gegenvorschlag, sagst du. Nee, wir sind Diplomat, wir können das hier direkt probieren. Ich denke, wir wissen beide, dass das Wucher ist. Er leckt sich die Lippen. Kann schon sein. Nehmen wir doch einmal spaßeshalber an, ich sei ein hochwohlgeborener Mann aus dem Süden. Würdest du dann wohl... Wie viel würdest du dann wohl verlangen? Der Geistliche wendet seinen Blick ab und antwortet sehr leise. Vielleicht 100 Pence? Ja, das klingt doch eher nach dem Angebot. Die reguläre Gebühr wäre 90, Kriegsschiff, Bonus, sage ich mal, oder Sonderzuschlag, 10 mehr. Das finde ich okay. Ist immer noch sehr teuer, 2000 Preziosen, aber ich glaube, das wird uns auf Dauer hier gut tun. Wir werden das bezahlen. Ich werde die reguläre Gebühr bezahlen. 100 Pence für eine 6 Monate gültige Genehmigung. Seine Stimme klingt rau und heiser. Ja, natürlich, das ist angemessen, die reguläre Gebühr. Der Mönch wühlt in seinen Schriftrollen, bis er die richtige gefunden hat. Er nimmt eine Feder von seinem Schreibtisch, taucht sie in ein Tintenfass und trägt ein paar Notizen in eine Liste ein. Hiermit wird genehmigt, dass das Kriegsschiff Gjot ab heute für den Zeitraum von 6 Monaten jederzeit am Pier der Stadt anlegen kann. Wunderbar, Zugang zum Hafen ist jetzt freigeschaltet. Das war mir ganz wichtig hier. Der Wohlstand des Clans ist angestiegen, automatisch? Oder woher kommt das jetzt? So, Zugang zum Hafen ist abgeschlossen. Haben wir irgendwie etwas gebaut? Aber wir sind ja gar nicht mehr zu Hause. Vollständig verbessert? Nö, keine Ahnung. Das kam jetzt irgendwie mit der Quest offenbar. Na gut. So, wir sollen uns noch mit Leofric treffen. Das werden wir jetzt als nächstes machen. Denn diesen ehrenvollen Kampf wollen wir auf jeden Fall durchführen. Ich bin mir nicht sicher, wie gut wir da abschneiden. Denn so eine vorteilshafte Position wie im letzten Kampf werden wir wohl nicht bekommen. Aber wir schauen mal. Oh, hier geht's weiter. Was wir da erreichen können. Das sieht mir aus wie ein Händler. Theodore Ketmonesu. Schauen wir mal. So, ganz hier drüben. Da, Leofric. Oh, und der hat bestimmt gute Krieger. Da haben wir uns echt eine ordentliche Aufgabe gestellt. Tja. Aber gut, wir haben dem zugestimmt und wir sind ein Mann des Wortes. Huguette, Wikinger, bist du bereit für den Kampf? Ja, ich hoffe, wir sind bereit. Sehr gut. Der Kampf ist dann zu Ende, wenn alle Krieger einer Seite kampfunfähig sind. Leofric lehnt einen edlen Speer gegen einen Zaun. Er ist verziert mit einem Familienwappen. Wenn du es schaffst, uns zu schlagen, soll Egelstab dir gehören. Da ich euch herausgefordert habe, erwarte ich keinen Preis im Falle unseres Sieges. Okay, das klingt fair. Er schüttelt dir kräftig die Hand. Los geht's. Gut. Übungskampf beginnen. Sigurd ist ganz vorne hier und wir können direkt Gunnar auch einsetzen.
mit einem Sturmangriff. Also Leo Frick wird uns hier als legendärer Kämpfer am meisten Probleme machen. Die anderen sind Stufe 4. Das ist nicht schlecht, aber machbar. Was wir machen könnten, wir könnten probieren, ob wir eventuell versuchen, Leo Frick zu betäuben. Das Problem ist, das ist ein Risiko hier mit Eidis. Denn er könnte eine hohe körperliche Resistenz haben, das weiß ich nicht. Oder? Doch, das kann ich hier ablesen. Oh ja, er hat 81%, das heißt, er wird wahrscheinlich sich nicht benommen machen lassen. Das wäre aber wichtig, weil dann könnte ich mit Gunnar direkt hinten auf Irmigi eindreschen und ihm wahrscheinlich direkt ausnocken oder zumindest mit dem Sturmangriff hier fast umhauen, die Kundschafterin. Hier ist ein Milizionär. Da ist noch eine Schützin und da ist eine Plänklerin. Auch die können wir aber direkt sogar angreifen. Dann sind wir natürlich direkt hier neben dem Gegner. Das ist nicht gut. Willibrod. Aber Willibrod könnte dann nicht nach vorne gehen. Also ich denke, Eidis wird definitiv hier sich gegenüber von Leo Frick aufstellen müssen. Denn Leo Frick ist definitiv der, der am gefährlichsten ist. Und der ist auch ein Schildmeister im Übrigen. Das heißt, er hat noch irgendwelche Boni. Ich weiß nicht genau welche. Also sie könnte mit der verteidigenden Haltung auf jeden Fall hier dafür sorgen, dass hier keiner vorbei kann. Naja, theoretisch schon, aber effektiv nicht. Und Sigurd könnten wir dann hier zum Verteidigen aufstellen. Hier drüben ist er auch geschützt vor eventuellen Fernkampfangriffen. Nefja, was machen wir da mit ihr? Ich versuche das mal gerade vorauszuplanen. Also Ketty könnte natürlich wieder demoralisieren. Das ist schwierig. Also wenn wir Gunnar nach vorne schicken, irgendwo hierhin zum Beispiel, dann braucht er auf jeden Fall Schadensreduktion ohne Ende. Denn der ist super fragil noch. Der hat nicht so viel Lebenspunkte, vor allen Dingen nicht so viel Reduktion und auch nicht die riesigste Resistenz. Immerhin ist er gut ausgeruht, das ist schon mal gut, ja. An die Schützen kommen wir sowieso nicht dran, leider. Ja, also Eidis, du musst Leo Frick binden. Das ist eine klare Sache, eine klare Angelegenheit und du wirst dich hier auch schützen müssen. Das ist schon mal völlig klar. Morkant könnte uns hier die Widerstandskräfte verdoppeln. Das kann er aber nur einmal machen. Wir können wieder jemanden in Panik verfallen lassen, aber wir wissen dann leider nicht, was passiert. Geist, Charakter benimmt sich unberechenbar. Wie viel Resistenz haben die denn? Oh ja, geringe Resistenz hier drüben. Ja, das wäre gegenüber so einer Schützin und dem, ja, den beiden Schützen hier eigentlich am besten. Wenn wir das machen würden. Wäre eine Option zumindest. So, Sigurd müsste eigentlich Tyrs Gunst bewirken, denn ich glaube, sonst kann das dann niemand. Ja, doch, theoretisch könnte das auch Ketil, aber der muss wahrscheinlich mit Demoralisieren ran. Und Nefja wird wahrscheinlich auch schon mal hier Blöße vorhersehen. Ach ja, ja, theoretisch könnten wir... Wartet mal, wenn er Sturmangriff macht. Ah, das macht nicht genug Schaden tatsächlich. Oh, das ist ja ärgerlich. Der hält ganz schön was aus. Schadensreduktion ist ziemlich hoch bei dem hier, bei dem Plänkler. Ist überhaupt allgemein sehr hoch, bis auf die Fernkämpfer. Ja, das ist natürlich suboptimal. Da können wir ihn gar nicht so gut mit seinem Sturmangriff einsetzen, ne? Weil der gar nicht so viel Schaden macht. Und Nefja könnte aber kritisch treffen, wenn sie Blöße vorhersieht. Aber nur auf ihn hier. Aber sie könnte das machen. Sie müsste Blöße vorhersehen und dann von Sigurd eine inspirierende zweite Attacke bekommen. Dann könnte sie kritisch ihn treffen.
Ob das aber reicht, bin ich mir nicht mal sicher. Ich glaube, der hat zu viel Trefferpunkte. 130, der wird nicht sterben. Es ist, tricky. Wir könnten dann aber mit Gunnar wahrscheinlich den Job beenden, mit einem Sturmangriff. Zum Schluss, dass wir dann von hier drüben kommen und ihm dann komplett weghauen. Das könnte klappen. Also, Sigurd müsste sich hier oder hier hinstellen. Irgendwas habe ich jetzt bestimmt vergessen. Wo stellen wir ihn hin? Am besten hierhin, dass der nicht auf ihn eindreschen kann, nachher auf unseren Gunnar. Machen wir jetzt einfach mal. So, Freunde. Und dann werden wir sie hier hinsetzen und ihn angreifen. In der Hoffnung, dass er das nicht abwehren kann. Blockchance ist aber bei 67%. Er hat sogar 100. Er blockt einfach alles weg. Das ist das Problem. Aber 67 ist auch schon sehr, sehr hoch. Aber sie wird einen automatischen kritischen Treffer machen. Das Problem ist aber, ich glaube, das wird von der Blockchance aber ausgehebelt dann. Also, wenn er blockt, dann macht sie trotzdem keinen Schaden, selbst wenn sie 100% kritische Treffer hat, ne? Ja, benommen machen kann nur sie. Da ist sie jetzt natürlich nicht da. Oder greifen wir... Das ist echt die Frage... Sturmangriff. Wir könnten auch den Schildhaken machen. Dann kann er nicht mehr blocken. Ja, dann ist er sozusagen chancenlos im Block. Und dann können wir mit Nefja angreifen von hinten und dann ihren zweiten Angriff geben. Also dann können wir mit Nefja vorbereiten, Blöße vorhersehen und dann kritisch angreifen. Ich glaube, das mache ich. Dann lebt er zwar noch eine Runde, aber das geht dann nicht anders. Das müssen wir so machen, glaube ich. Ich probiere es jetzt erstmal. Gut, er ist exponiert und jetzt machen wir mit ihr schon mal Position hier hinten. Wir könnten ihn jetzt pieksen, aber wir wollen ja erstmal Blöße vorhersehen und jetzt inspirierende Attacke auf sie und jetzt darf sie wieder kritisch treffen. Sie ist ja irgendwie unsere Damage-Dealerin aus dem Hintergrund. So, ja, kann nicht blocken. Das war ein kritischer Treffer, 47 Schaden? Nee, das war doch kein kritischer Treffer. Hä? Jetzt bin ich aber verwirrt. Krähenfüße können wir auslegen. Oh. Ohoho. Aber nicht hier hinten, bis hier. Ja, wenn dann jemand meint, er muss hier versuchen, an uns vorbeizulaufen auf der Seite, können wir die schon mal auslegen. Warum nicht? Wir kämpfen mit allen fiesen Mitteln. Ja, das machen wir. So, Kettil, der müsste eigentlich jetzt hier die Schützen gleich schon mal demoralisieren. Das macht er gut. Der einzige, doch, der Schütze hat aber widerstanden. Schlecht. Oder? Er ist trotzdem demoralisiert. Ich weiß nicht, warum. Das ist mir jetzt nicht verständlich. Und dann könnten wir versuchen, einen schon mal in Panik geraten zu lassen. Ich denke, das wäre mit Morkant hier eine gute Sache. Hat der Fallen? Ja, der hat Stolperdraht. Das wäre auch gut, aber das können wir nur direkt neben ihm machen. Das können wir aber eigentlich auch machen, dass wir den Weg hier wegblockieren für die Kundschafterin hier. Dann machen wir das mit der Panik später erst. Ja, das machen wir. Das machen wir. Okay, aber nur hier. Naja gut, dann muss das eben reichen. Kann nicht auf einem nicht begehbaren Feld platziert werden. Ah, ich habe keinen Zugang dazu. Oh, das ist doof. Tja, aber hier macht das ja auch wieder wenig Sinn, ne? Ja, das macht hier keinen Sinn. Gut, dann müssen wir mit der Panikattacke hier arbeiten. Und ich würde fast sagen, auf ihn hier, weil er ist ja angeblich nicht demoralisiert. Ach nee, er hat widerstanden. Willibrod, ne? Aber das ist ja egal. Lassen wir Winnie Gifu in Panik setzen.
Ist auch in Panik. Sehr gut. Okay. So, Fallen aufdecken mit ihm ist okay. Wir hätten die jetzt aus der Deckung rauszwingen können. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber gut. Fallen entdecken, falls hier irgendwo noch was ist. Gut, das wär's. Mehr können wir nicht machen. Runde beenden. Eine gute Einstiegsrunde. Okay, geplagt, verfehlt. Der seinen eigenen Mann versucht zu töten? Oh nein, und er läuft direkt durch. Wir hätten doch das Ding legen sollen. Okay. Oh, Schild absorbiert, aber fast zerstört. Gelegenheitsangriff abgelenkt. Ah, direkt Gunnar ausgeschaltet. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen. Wie ärgerlich. Leofric erledigt das hier anscheinend alleine. Jetzt wird's bitter. Jetzt wird's bitter hier. Das Schild ist fast kaputt von Sigurd. Und der kann ja hier alles ablocken. Und er hier ist auch am... Oh, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Das werden wir verlieren, glaube ich. Ich kann zwar Irmigi hier ziemlich sicher down kriegen, aber dann werden uns die Schützen gleich harassen von hinten. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Blockchance ist wieder so hoch, ey. Ach man. Der hat eine 100% Blockchance, also da braucht man vorbenommen gar nichts machen. Und da hat er wiederum eine hohe körperliche Resistenz, das wird er auch widerstehen. Dem wird er auch widerstehen, also... Sie ist jetzt automatisch flankiert, das ist wunderhübsch. Ja, Kettil muss jetzt hier an Irmigi ran, damit der diese Runde fällt. Und da muss Morkant sich dann selber heilen in der nächsten Runde darauf. Es geht nicht anders. Oh, das wird eine üble Sache. Hier können wir einmal Schild reparieren. Ist eigentlich nicht mehr zu schaffen, das Ding hier. Ist eigentlich nicht mehr zu gewinnen. Dadurch, dass Gunnar jetzt gefallen ist. Aber gut, wir machen es jetzt. Und wenn nicht, dann haben wir halt verloren. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Also der Leofric ist halt super stark, ne? Den kriegst du kaum weg. Ich wollte das nicht. Was macht der da? Ach, der hat den Fernkampfangriff, deswegen kriegt er Gelegenheit. Ich hatte es nicht mehr gesehen, schade. Doppelt gefailt, ja, das ist jetzt schlecht. Der zweite ist quasi down. Immerhin ist sie jetzt nicht mehr flankiert. Verteidigungsstellung mit ihr. Du reparierst dein Schild, aber wir können ihr nur noch passiv zugucken. Das ist wirklich frustrierend. Das wird gleich ganz böse werden. Und die Falle hier hat offensichtlich auch nicht ausgelöst. Er ist sogar blutdürstig. Ja, der wird uns jetzt plätten. Ausdauer minus 3, Gehirn erschüttert. 42%. Könnte man probieren. Aber da müssten wir direkt neben ihm stehen. Okay. Ja, Schadensreduktion erhöhen wäre jetzt auch eine Variante, die eigentlich wichtig wäre. Können wir aber nur noch mit ihr. Dann machen wir gar keinen Schaden diese Runde. Aber besser, als dass wir hier, wer weiß, was für einen Schaden abkriegen, ne? Tür ist Gunst. Und Brace for Impact. Das werden wir uns auseinanderpflücken, denke ich mal. Er kriegt da, ja, natürlich. Er betäubt sie. Ja, schon klar. Sturmangriff aber abgeblockt, sehr gut. Streuschuss, ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Er ist entdeckt. Oh, und er greift natürlich an. Natürlich greift er an, obwohl er in Panik ist. Du mieser Arsch. Ja, das werden wir verlieren. Gelegenheitsangriff abgeblockt, ja. Der kann wieder rumlaufen. Flankiert. Boah, Schild kaputt. Schaffen wir nicht. Ne, sehe ich nicht passieren. Ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen pessimistisch, aber den kriegen wir nicht kaputt mit einem Schlag. Das ist sehr schlecht. Ne, schaffen wir nicht. Ist unschaffbar. Der Kampf ist für uns momentan unschaffbar, leider. Schade, sehr frustrierend, aber nicht zu ändern. Tja, ich kann jetzt hier auch im Prinzip nichts mehr machen. Sie ist benommen. Er ist nächste Runde tot auf jeden Fall. Tja, Damage Dealer ist ausgeschaltet, sogar doppelt.
machen wir jetzt mal so. Betäuben ihn. Geben ihren zweiten Angriff. Können ihn dann nicht mal umbringen, ist ja lächerlich. Ja, dann machen wir das jetzt wenigstens, dass wir ihn hier ausschalten. Ich weiß, ach, ne, oder auch nicht. Ja gut, dann ist es jetzt auch egal. Dann ist es jetzt auch völlig wurscht, was wir machen. Ne. Ist alles total Banane. Stellen wir uns selber in die Flankierung, sind so down, ne. Ne, es wird nix. Das wird leider nix. Dadurch, dass wir uns die Gegner so früh, die eigenen Leute so früh weggenommen haben, ist das nicht schaffbar. Auch, dass der hier die ganze Zeit blocken darf, das ist natürlich OP ohne Ende, ne. Tja, das war's. Wir sind immer noch flankiert. Ach, mach ihn einfach platt jetzt. Ich will wenigstens irgendwen hier noch umhauen. Leider kriegen wir den Block nicht raus. Ja, da muss sie ihren Angriff verschwenden. Reicht nicht. Dann muss er nochmal inspirieren machen. Das ist jetzt einfach Verschwendung von Angriffen, ne? Das ist ohne Heilungsmöglichkeit jetzt hier. Ja, und der blockt nochmal. Scheiß Blockchance, ey. Das ist echt zum Kotzen. Ne, das war's für uns. Keine Chance, das zu gewinnen. Der Leerfrücht macht uns jetzt alleine fertig hier. Toll, 16 Schaden. Das hätte sich auch ganz sparen können. Und 50%, 60%, 70% Lebenspunkte abgezogen. Super. Abgelenkter Block. Und dann wird er flankiert und umgehauen. Jawohl, super. Nee, das können wir jetzt eigentlich direkt beenden. Hier gibt es keine Möglichkeit mehr. Er blockt nochmal ab, das ist schön. Ja, blocke halt 10-mal. Ach, ist auch egal, was wir jetzt machen hier. Wir könnten dem hier sein Schild wegnehmen, ja, bla, Unterbrechung, blups, bla. Und wir legen als Angriff, bla, jawohl, benommen, super, egal, ist doch jetzt auch alles wurscht hier. Stirb oder stirb nicht, wir sind eh tot, wir legen als Angriff, tot. Jawohl, Runde beenden, das war's für uns. Mein Gott. Also wirklich frustrierend, weil wenn man einen Kampf einmal verloren hat, dann kann man auch nichts mehr machen. Das ist einfach vorbei dann. Du hast keine Chance hier noch irgendwie was zu tun. Im Prinzip war der Kampf schon fast entschieden, als sie Gunnar ausgenockt haben. Da war es schon fast nicht mehr schaffbar gegen Leofric. Denn der alleine hat hier so harte Fähigkeiten, die sind für uns nicht zu kontern derzeit. Gut, durften die Northumbria feststellen, dass wir die letzten Luschen sind. Können wir nicht ändern, ist halt so, peng. Zum Glück keine Verletzung und nichts. Außer, dass wir hier unseren Sperrwall natürlich Stabilität verloren haben. Den müssen wir wieder reparieren. Wir haben die Fallen eingesetzt. Das hätte auch nicht sein müssen. Leofric reichte die Hand, um dir wieder auf die Beine zu helfen. Gut gekämpft. Ja, das kannst du dir jetzt auch sparen. Wir haben voll versagt. Das war alles aber nicht gut. Es ist keine Schande zu verlieren, das stimmt. Ihr habt euch einen hervorragenden Kampf geliefert, das ist wiederum gelogen. Wirklich beeindruckend, das ist genauso gelogen. Das war von hinten, von vorne bis hinten unschaffbar für uns. Das war echt. Natürlich bleibt Egelstab weiter in meinem Besitz. Ne, es war kein gerechter Kampf. Bitte sei doch kein schlechter Verlierer, niemand kann mich und mein Gefolge im Kampf besiegen. Du kleines Arschloch, ey. Niemand kann mich besiegen. Was ist das denn für ein arroganter Penner? Dann hau ab. Echt, es ist ja unfassbar. Immerhin haben wir Fertigkeitspunkte bekommen. Wahrscheinlich weniger, als wir bekommen hätten, wenn wir ihn besiegt hätten. Aber wie gesagt, Leofric und 100% Blockchance, das ist halt, ne. Da hätten wir auch gleich die Waffen wegwerfen können und uns auf den Boden legen können. Das wäre genauso gut gewesen. Liebe Leute, mit dieser frustrierenden Erfahrung verabschiede ich mich für die heutige Folge. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit hoffentlich etwas sinnvolleren Quests dann wieder, die nicht ein Loose Instant beinhalten. Das wäre ganz nett. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.